herzlich willkommen, stolpern wir mutig in die neue Zeit. Wollen wir hoffen, dass sie uns von der alten befreit. Noch nie in meinem Leben hat sich innerhalb von einem Jahr alles so sehr verändert und nichts mehr wie es war. Wenn man sich heute begegnet, dann gibt man sich nicht mehr die Hand. Man lächelt nur freundlich und hält Abstand mindestens einem Baby-Elefant. Zur Begrüßung gibt es den Tritt, die Faust oder den Ellenbogen. Sind das nicht alle drei eigentlich eher die aggressiven Methoden? Draußen ist leise geworden und die Straßen bleiben leer. Ist erst die Nacht gekommen, geht kaum noch jemand mehr umher. Sitzen in Tausendschaften im flimmernden Licht vor dem Fernseher. Ganz viele denken nicht und andere nur noch quer. Jetzt steht die neue Welt vor der Tür. Wenn sie dir so nicht gefällt, liegt es an dir, sie zu gestalten oder lässt du dich manövrieren? Suchst du Klarheit oder lässt du dich verwirren? Was alles möglich wäre, haben wir uns gerade vorgemacht. In halb voller Leere wird ein neues Feuer entfacht. Mach dich bereit, es graut ein Tag nach der Nacht. In aller Bescheidenheit wäre es nicht an der Zeit. Gefühlt ein ganzes Jahr eingesperrt in Quarantäne. Mit uns gemeinsam unsere Hoffnungen, Träume und Pläne. Wir leben in Käfigen, aber dafür sind es bequeme. Wir haben es alle satt, aber wir machen auch keine Probleme. Nur mit dem Hund kurz um den Block gehen, ein schlechtes Gewissen. Wer hätte gedacht, dass wir verschwitzte, fremde Körper vermissen? Scheint fast so, als wäre uns der rote Faden gerissen. Wir halten uns äußerlich fit, aber innerlich sind wir zerrissen. Wann wurde aus der Dystopie eigentlich Gegenwart? Was wir hier gerade erleben, das ist schon echt ziemlich hart. Und es bremst nicht wirklich ab, denn es kommt gerade erst in Fahrt. Auf den Abgrund zu, wo sich die Angst mit der Wut paart. Jetzt steht die neue Welt vor der Tür. Wenn sie dir so nicht gefällt, liegt es an dir, sie zu gestalten oder lässt du dich manövrieren? Suchst du Klarheit oder lässt du dich verwirren? Was alles möglich wäre, haben wir uns gerade vorgemacht. In halb voller Leere wird ein neues Feuer entfacht. Mach dich bereit, es graut ein Tag nach der Nacht. In aller Bescheidenheit wäre es nicht an der Zeit. Und was ist denn jetzt eigentlich wirklich systemrelevant? Für diese Frage stehen Städte und Herzen in Brand. Dort, wo man Druck ausübt, formt sich auch Widerstand. Wir fahren mit Vollgas das Land an die Wand. Jetzt steht die neue Welt vor der Tür. Wenn sie dir so nicht gefällt, liegt es an dir, sie zu gestalten oder lässt du dich manövrieren? Suchst du Klarheit oder lässt du dich verwirren? Was alles möglich wäre, haben wir uns gerade vorgemacht. In halb voller Leere wird ein neues Feuer entfacht. Mach dich bereit, es graut ein Tag nach der Nacht. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Menschheit das Glück vermehrt und nicht das Leid? Bleiben wir vielseitig und kritisch, bringen wir alle Meinungen an einen Tisch. Lassen wir uns von nichts und niemandem gleichschalten, aber lassen wir uns jetzt auch nicht spalten.